Mit diesem Flugzeug hat sein Erstbesitzer gleich nach dem Kauf 1947 die Welt umrundet. Heute steigt in die amerikanische Piper PA-12 der Mechaniker Erik Meyer, beobachtet von Vater Elmar und Schwester Annie. Dieses Geräusch ist Musik in den Ohren von Flugzeugenthusiasten. Ist eine Passion, definitiv. Das ist, muss ich schon sagen, so dieses Zurück zu den Wurzeln des Fliegens, die Einfachheit des Flugzeugs und auch die Leichtigkeit. Bei den Meyers haben alle Flugbenzin im Blut. Das mit meinem Sohn finde ich Hammer. Ja, die ganze Familie fliegt. Das ist das Schönste, was es gibt. In der Flugzeugmechanikerfamilie macht Tochter Annie Meyer gerade ihre Ausbildung und ist eine von wenigen Frauen in diesem Beruf. Fliegen ist mehr Abenteuer. Also klar, du siehst die Welt von oben, alle tummeln unten rum und du hast deine Ruhe oben und bist näher am Himmel so ein Stückchen. Für Flugzeuge wie diesen Supercruiser hat sich Erik Meyer schon als Kleinkind begeistert. Mein Onkel hat mich immer zu meinen Geburtstagen immer so einen kleinen Rundflug geschenkt und da durfte ich auch schon mal steuern. Das war fast 4, 5 Jahre gewesen sein, vielleicht 6. Es gab nichts Größeres in dem Moment, ja. Onkel Achim ist heute Berufspilot und der Fluglehrer des Familienbetriebs. Gemeinsam mit seinem Bruder Elmar führt er im süddeutschen Eschbach einen der europaweit etabliertesten Betriebe für historische Flugzeuge. Und das seit mehr als 10 Jahren. Die Meyers restaurieren und fliegen aber schon länger Klassiker der Lüfte. Ausgelöst hat das alles ihr Vater, ein motorverrückter Landwirt mit Weinbergen. Er hat dann gesagt, ja, wir brauchen ein Flugzeug, um die Reben zu spritzen. Die Scheune musste noch umgebaut werden, vergrößert werden, dass das Flugzeug dann auch Platz hat. Und so haben dann also unsere Mutter, mein Bruder, alle haben mit dran gearbeitet. 1200 Mark zahlte Meyer Senior 1965 für diesen Fieseler Storch. Problem meines Vaters war, er war noch behindert, war ja nur einarmig. Man hat ihn ja wirklich für blöd erklärt, ein Behinderter, der darf oder kann nicht fliegen, das wäre ja unmöglich. Hat es aber geschafft, als Behinderter, als erster Behinderter 1974 hatte er den Flugschein gekriegt. Achim und ich, wir sind regelmäßig als Kinder mitgeflogen und hatten eigentlich so den Virus des Fliegens da automatisch mit reingekriegt. Ja. Gemeinsam erlebten sie mit dem Vater sogar einen Absturz. Das Flugzeug war danach Schrott, doch die kindliche Leidenschaft blieb ungetrübt. Vor 25 Jahren kauften die Brüder ihre erste eigene Maschine. Heute hat ihre Werft mehr als 20 Mitarbeiter. 2011 stießen sie bei einer Flugshow auf diese Hawker Sea Fury, Baujahr 1950, ein Propellerflugzeug, fast so schnell wie ein damaliger Düsenjet. Achim und ich waren damals in Reno, als das Flugzeug verunglückte. Dem Pilot ist der Sprit ausgegangen vor der Landebahn. Das Flugzeug war zerstört. Und mein Bruder hat an das gedacht, was ich gesagt habe, das kaufen wir und bauen es einfach wieder auf. Mittlerweile stehen im Hangar und in der Werft etliche fliegende Kisten mit Berühmtheit oder Seltenheitswert. Viele sind Kundenmaschinen, wie diese P-51 Mustang. Annie Meyer arbeitet gerade an einer Messerschmitt von 1934. Sachen in der Hand zu haben, wo man weiß, die sind ca. 100 Jahre alt. Und da hat man schon Ehrfurcht vor. Ja. Wenn man mal so Erfolgserlebnisse hat, nach langem Arbeiten, nach langem Suchen, endlich ein Teil passt oder findet, das dann am Rumpf oder am Endflugzeug sozusagen dann befestigt wird, doch, ist schon cool. Dass die 21-Jährige einmal hier landen und ihre Ausbildung machen würde, damit hatte niemand in der Familie gerechnet. Das war das Letzte, was ich machen wollte eigentlich. Ich habe wirklich immer gesagt, Papa, ich gehe nicht zu dir in die Firma. Und dann habe ich eben FSJ gemacht im Ausland und dann habe ich erst so gemerkt, dass ich es vermisst habe, so mitzuhelfen, auch mit den Händen zu arbeiten, schmutzig zu machen. Und nach langem Überlegen habe ich dann doch entschieden, es dann doch zu machen. Und ich bereue es nicht, ich würde es immer wieder machen. Ihr Bruder Erik hingegen wollte schon als kleiner Junge Flugzeugmechaniker werden. Heute ist der 23-Jährige einer von Annies Ausbildern. Puh, ich hatte da echt Befürchtungen, muss ich sagen, aber dadurch, dass wir als Geschwister wissen, Konflikte zu bewältigen, bilden wir ein durchaus akzeptables Team, würde ich behaupten. Ja, genau. Wir haben auch total viel Spaß bei der Arbeit. Das ist echt, hab's mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Mutter Sabine Meyer leitete von Anfang an das Büro. Die Kinder waren immer dabei.
Die hatten ihre Fahrrädchen mit dabei, das Planschbecken stand draußen, die haben dann mitgeholfen, die Flieger zu putzen, haben sich aus irgendwelchen großen Kartons Flugzeuge dann selber gebaut und die hatten eigentlich immer recht viel Spaß dabei. Eine Familie, die mit Spaß und Leidenschaft dafür sorgt, dass auch in Zukunft die Klassiker der Lüfte am Himmel fliegen.